Ein Karpfen war übrigens tatsächlich der erste Fisch, mit dem ich körperlich in Kontakt trat als Kind. Da sollte der Hobbykoch zuhören. Ich habe kaum Ausschlag. Ja, lassen wir das für die häusliche Heimarbeit einfach mal so stehen, würde ich sagen. Ich habe jetzt mehr daran gedacht, so wir konditionieren die Kinder. Sowas macht natürlich heute niemand mehr. Ja, hübsch aussehen ist die eine Sache, aber da übernehme ich keine Verantwortung für. Und ich fand den gar nicht so scheiße. Langer Rede, kurzer Sinn. Während ich diesen Satz gesagt habe, habe ich 1 Million Dollar verdient, oder? Gott, ich liebe es, so beliebt zu sein. Huch. Das war das falsche Zimmer. Okay. Also, 8. ist Donnerstag auch frei, stimmt ja. Ja, genau. Nein, nicht deswegen, auch ja. Doch, damit sich die großen Kürbisgeister erholen können. Irgendwie bist du mir heute zu leise. Kann ich dich hier lauter drehen? Sag mal was. Oh ja, so ist gut. Oh ja. Okay. Gut, dass ich dir helfen konnte. Kein Problem. So. Ach was, guck an. Flo, was ist denn los? Du bist ja furious. Ich tippe nur. Fast und auch furious. Ich tippe. 6 richtige. 7, 8. Der 9. Buchstabe war falsch. Naja, man kann nicht alles haben. Heute ist ein ereignisreicher Tag. Echt? Ja. Was ist denn passiert? Ingo Insterburg ist gestorben. Ach so, ja, das habe ich gelesen. Gehört, das ist schade, ja. Das ist schade. Ja. Da gebe ich dir recht. Außerdem habe ich Kürbissuppe. Oh, das ist schön. Ja, und ich werde sie während der Sendung essen. Mach das. Um den Menschen zu demonstrieren, dass eine laufende Nase während des Podcastens wirklich nervt. Ist die Suppe ein wenig würzig? Ach, wenn ich koche, wird das nie würzig. Nee, die Frau hat eine lustige Pfeffermischung daran getan. Und außerdem ist es warme Suppe. Warme Suppe macht sowieso... Da fließt bei mir alles. Gut, dass wir nicht im selben Raum sitzen. Ja. Sonst hätte ich wieder nasse Füße. Ja, und es gäbe Kurzschlüsse, weil ich in die Steckdosen triefe. Habe ich dir schon mal von meiner Zeit erzählt, als ich damals im Krankenhaus Zivi war? Oh Gott. Und es Stromausfall gab, weil ich immer die Steckdosen gepinkelt hat. Ja. Nein, bislang hast du davon, glaube ich, noch nicht erzählt. Oh, ich habe noch ganz andere Geschichten. Ich befürchte das. Ja, aber die heben wir uns für eine andere Folge mal auf. Aber ich dachte, heute wäre die Folge zum Gruseln. Ja, die sind nicht gruselig, die sind nur eklig. Ach so. Apropos eklig, haben wir Themen? Nein. Ausgezeichnet. Dann habe ich denn was auf meinem Zettel stehen. Da habe ich einen Film stehen, den ich aber auf nächste Folge verschiebe. Okay. Und ansonsten wollte ich dir nur mitteilen, dass vor 3 Tagen das Album Shatner Klaus erschienen ist. Von Gott, William Shatner. Ich habe davon gelesen, ja. Er singt dort Weihnachtslieder. Also er covert alle möglichen Weihnachtslieder. Das Interessanteste finde ich Silent Night featuring Iggy Pop. Das kann grandios oder furchtbar sein. Ja. Und ich kann schon sagen, ich werde es mir nicht kaufen. Apropos nicht kaufen und könnte furchtbar sein. Wie stehst du zu dem Weihnachtsalbum der Toten Hosen? Wollen wir das auf unsere Weihnachtsfolge verschieben? Ja, können wir machen. Vielleicht ist das besser. Okay, wir haben also schon mal Themen für weitere Folgen. Sehr gut. Darauf einen Löffel Kürbissuppe. Kürbissuppe. Die wecken den Tiger in dir. Huch. Was macht mein Computer da? Ein Update. Nein, ein irgendwas komisch. Ist egal. Es bewegt sich, ohne dass ich was mache. Aber das kenne ich von meinem Penis.
Ja. Wenn sich da was bewegen würde, wäre es schön. Was? Also ich glaube, die Schwerkraft wirkt auch bei dir. Ach. Kling, Glöckchen, kling, kling. Na, Flo, bei dir ist das doch eher Hellspells. Ach ja. Zur Stunde werden etwa 16.000 Menschen in Frankfurt evakuiert, weil sie eine Bombe gefunden haben in der Nähe des Bahnhofs. Ich war es nicht. Ach so. Ja, und Friedrich Merz ist wieder ausgegraben worden oder hat sich selbst ausgebuddelt? Das habe ich im Radio gehört und passend zu Halloween, die Nacht der lebenden Toten und so. Naja, ich könnte mir gruseligere Sachen vorstellen wie den Spahn. Ja, gut. Aber wir wollten heute keine ekligen Themen machen. Stimmt. Politik verschieben wir auch auf ein anderes Mal. Weihnachten. Ja, wo Politik hingehört. Genau, ich kann auch das versauen. Lass mich nur das Zitat von De Niro abändern. Fuck AfD. Damit haben wir genug Politik heute. Okay. Das ist, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Mhm. Ach ja. Ach, hast du auch in Hessen gewählt? Ja, natürlich. Sehr gut. Ja. Ich sag nicht wen. Nee, geht ja auch nicht. Ist ja eine geheime Wahl. Ja. Ich bin noch nicht reingelassen worden. Also nach Hessen. Du hast immer noch Hausverbot in Hessen. Ach, diese Sache damals am Flughafen. Ich hatte halt Kreise gezogen. Du musstest ja auch die alten Leute hinten ans Flugzeug anbinden. Es waren Kreise mit einer sehr ekligen Flüssigkeit. Ja. Wer hätte gedacht, dass diese alten Leute so undicht sind? Ich dachte, du hättest Zivi gemacht. Oh, da könnte ich der Sache das. Oh ja. Nein, das verschieben wir wirklich mal auf eine Folge über das Gesundheitswesen. Wobei das natürlich mittlerweile auch schon fast 20 Jahre her ist. Damals war auch alles schlimm, aber anders. Das ist wahr. Was hatten wir denn vor 20 Jahren so? Wir hatten Bosnienkrieg, oder? Was war denn vor 20 Jahren? 1998? Nee, da war Bosnien schon wieder vorbei, oder? Ja, das war früher in den 90ern. Ja, eben. 98. Was hatten wir denn da? Das war das Schweinsohr war Pilz des Jahres. Oh Gott, ja. Die Feldlerche Vogel des Jahres und die Wildbirne Baum des Jahres. Die Orchidee des Jahres war der Sumpfständelwurz. Und ja, Jasmin Wagner ist gerade 18 geworden. Wo ist denn das Blümchen des Jahres? Salbei war die Heilpflanze des Jahres. Eine die gute Unke, Wahl. Die Unke, das Tier des Jahres. Der Strömer, der Fisch des Jahres. Und Haustiere des Jahres waren der altdeutsche Hütehund und die weiße gehörnte Heidschnucke. Nein. Ja. Oh. Ich weiß noch, wie wir damals in unserer Kirche im Wald saßen. Mit diesem aufgemalten Pentagramm und die weiße gehörte Heidschnucke angepilzt haben. Und dazu blaue Augen von Blümchen. Ich glaube, der Herr Zweikatz war dabei. Das war so die... Naja, lassen wir das. Was ist denn noch so alles 1998 passiert? Gute Frage, wahrscheinlich nichts Gutes. Jahre, die auf 8 enden, sind selten gut. Ja, oder auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, oh. 0. Na gut, ob das jetzt gut ist, ja doch, es ist irgendwo gut, aber nach 16 Jahren Kanzlerschaft unterliegt Helmut Kohl bei der Bundestagswahl Gerhard Schröder. Ja, das war... Zumindest mal kein Kohl mehr. Ja, ob das Gutes ist, können wir natürlich... Ja.
Attac wurde gegründet. Hm. Ja, ist das alles gestorben? Ich finde das ja immer am interessantesten, wie so alles stirbt. Das sowieso. Dann denkt man auch, der hat noch gelebt. Aber sind 1998 denn schon Leute gestorben? Ich dachte, das hat man alles erst später gemacht. So nein, 2016 und 2017. Die haben damals schon losgelegt. Ernsthaft? Ich finde zwar niemanden, den ich kenne. Ich gucke auch gerade die Liste durch und denke mir, Jepü. Ach, der Jepü auch. Ja. Hm. Ja, irgendwie sind diese Leute alle nicht so bekannt. Ach, ich wollte was gucken. Angeblich. Ach, Pol Pot. Nein. Doch. Ah. Krass. Seitdem geht's mit dem Ruhrgebiet bergab. Linda McCartney. Nein, ernsthaft? Ja. Tatsache. Ich habe bis heute gedacht, der Mainzer Stadtschreiber wäre wirklich nur so ein Karnevalsding. Nee, nee, den gibt's da ganzjährig. Ja, also das, mit mir war das nicht klar, dass das wirklich was ist. Ich, wie gesagt, dachte, das wäre sowas, was man im Karneval macht, so wie sich komische Masken aufsetzen und saufen, bis man kotzen muss. Und genau. Ja. Kultur halt. Ja. Leitkultur. Leid. Mit D. Frank Sinatra ist gestorben. Am 14. Mai. Und James Earl Ray, ein US-amerikanischer Attentäter. Ja, den habe ich auch ja. Das ist der, der Martin Luther King erschossen hat. Ah, große Namen. Ja. Wie ist Krass. Er denn gestorben? Ich dachte, ich hätte nicht gedacht, dass der so lange noch macht. Also, ich hätte eher gedacht, dass ihn vorher jemand aus dem Weg kommt. Ein Nierenversagen, das ist jetzt auch nicht so aufregend. Ja. Ach, vielleicht war es hier irgendwie so Arsen oder sowas. Ja. Spitzenhäubchen. Die trage ich am liebsten. Hans-Joachim Kohlenkamp? Ach, den habe ich auch gerade hier, ja. Wahnsinn. Sind ja sogar Tote dabei, die man kennt vom Namen her. So ein paar. Ja, aber, ne? Aber irgendwie tatsächlich überraschend wenig, wenn man so die letzten Jahre bedenkt. Vielleicht ist es auch, weil wir alt und noch nicht alt genug sind. Ich weiß nicht. Ja, ja. Irgendwann muss jeder sterben. Ach ja. Gott sei Dank ist bald Halloween. Ich könnte jetzt aus Halloween 3 dieses Three more days till Halloween, Halloween, Halloween. Interessant finde ich gerade, dass es unter der Kategorie gestorben 1998 erschreckend viele gibt, die einen Namen haben, der wichtig genug ist, um ihn in die Wikipedia zu schreiben, aber kein Todesdatum bekannt ist. Ja, wobei das ist häufig der Fall. Das liegt auch teilweise daran, wenn die gefunden werden, das wird dann gesagt, ja, und innerhalb der letzten Woche ist der gestorben. Also so wie wir, wenn wir drei Monate nach unserem Tod. Ja? Ne, ja, genau. Ich starte mich kurz neu. So, da sind wir wieder. Drei Monate willst du rumliegen? Ja, vielleicht auch länger. Hauptsache, du kannst dabei podcasten. Dazu muss ich ja nicht lebendig sein. Ja, das hoffe ich doch. Flo. Ja, Schatz. Ich habe mich vorbereitet auf diese Sendung. So. Ich soll dich von der Frau grüßen. Uiuiuiui, was habe ich wieder angestellt? Grüß mir den Florian, hat sie gesagt. Liebe Grüße zurück. Was hast du angestellt? Ich weiß es nicht. Außerdem habe ich den Film geschaut, den du mir aufs Auge drücktest. Welchen Film?
hier den braunen Charlie. Ach, ich dachte, den gucken wir jetzt live während der Sendung. Das können wir auch machen. Ja. Ich gucke den auch nochmal. Ich fand den ein bisschen... Ja, deswegen. Ja, gucken wir den auch nochmal. Müssen wir dabei reden oder schweigen wir jetzt einfach die restliche Zeit? Wir reden dabei ein bisschen, weil die Leute hören das ja nicht, was wir gucken. Ja, eben. Hoffe ich doch, ja. Und es gibt ja dieses Audiokommentarformat auch bei Podcasts. Ich mag es nicht persönlich, aber ich muss es mir auch nicht anhören. Okay. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir gucken uns jetzt an It's the Great Pumpkin, Charlie Brown. Der große Klassiker aus dem Jahr. Ich habe nicht geguckt, aus welchem Jahr er ist, aber der ist es halt. Und wir reden da jetzt drüber. Und wenn ihr den auch gucken sollt, ich warte, bis der Hendrik die Datei auf Wikipedia hast du. Gut. Ach so, Wikipedia, warte mal. Ach Quatsch, Wikipedia. Ne, Dings weiß schon, was ich meine. Ja, okay. YouTube heißt das Ding. YouTube. Du Schlauch. 1966 ist das erschienen. Und ja, wir sagen gleich Start. Dann könnt ihr mitstarten, wenn ihr es auch gucken wollt. Und wenn nicht, dann ist es mir auch egal. Dann können wir Stopp sagen. Nein. Also, wenn ihr alle bereit seid, liebe Kinder, dann drückt jetzt auf den Startknopf bei 3, 2, 1, los. Ich muss es ein wenig leiser machen. Ja, das dachte ich mir auch. Gerade muss ich ein bisschen am Sound arbeiten. Ja. Also wir sehen Lucy und Linus van Pelt. Linus hat einen Apfel angebissen und schmeißt ihn in die Mülltonne. Sie gehen durch eine herbstliche Landschaft, werben Blätter auf. Linus hat natürlich seine Schmusedecke dabei und sie gehen in ein Kürbisfeld. Und pflücken einen Kürbis. Der passt ihr aber nicht. Noch einen Kürbis. Und der passt ihr aber auch nicht. Zeigt auf einen Kürbis und er pflückt den und der ist wirklich groß und... Oh, ist das ein großer Kürbis. Sie mag das Format. Oh ja, dieses Grinsen auf ihrem Gesicht. Hm. Wirst du denn auch Halloween im Kürbisfeld verbringen? Wahrscheinlich. Allein aus dem Grund, weil ich schon zwei Kürbisse auf der Fensterbank stehen habe. Und damit ist es ja quasi ein Feld. Ich habe zwei auf der Treppe draußen liegen. Mhm. Ich musste die ersten zwei schon entsorgen, weil sie ein wenig flüssig waren. Ja. Das passiert halt, wenn man sie schnitzt. Und kann man die eigentlich trocknen? Dass man irgendwie sowas macht, wie einfach ein paar Stücke Kohle reinstecken und mal gucken, was passiert? Oder? Naja, also nach dem Schnitzen nicht. Weil dann schrumpelt es so sehr zusammen. Und vorher müsste man es ausprobieren. Aus. Nein, sie sehen irgendwie wie Oma ohne Zähne aus. Das sag ich doch. Also Lucy holt jetzt die Gedärme aus dem Kürbis. Genau. Und Linus heult, weil sie ihm nicht gesagt hat, dass sie den Kürbis umbringen will. Und jetzt sehen wir die Kinder als Geister und Hexen verkleidet, wie sie durch die Nacht rennen. Das war nämlich die erste Szene, die ich nicht gerafft habe. Das ist einfach nur die Intro-Musik, glaube ich. Okay. It's the Great Pumpkin, Charlie Brown. Written by Charles M. Schulz. Ja, eine Eule. Ein Hund. Snoopy. Hurz. Wusstest du, dass Snoopys erste Besitzerin Lila hieß? Und ich möchte die Lila grüßen, sie fehlt. Oh. Aber die hört das ja sowieso nicht, die hat guten Geschmack. Kinder stehen im Herbstdings und machen Herbstdinge. Ja. Zum Beispiel in einen Laubhaufen springen. Ja, aber mit einem Lutscher in der Hand, der jetzt voller Blätter ist. Ach, jetzt kommt Lucy mit einem Football, eine klassische Szene, die Charles Schulz jedes Jahr im Herbst wiederholt hat. Immer ein bisschen variiert. Mhm, mhm.
Aber Charlie Brown hat gar keine Lust, diesen Football zu kicken. Ja, weil er weiß, dass sie ihn wegziehen wird. So wie jedes Jahr? So wie jedes Jahr. Aber er macht es trotzdem. Naja, noch wäre das hier ein bisschen. Das ist quasi das Dinner for One für Zeichner. Er ist irgendwie überzeugt, sie ihn immer wieder davon. Und diesmal mit einem unterschriebenen Zettel. Siehst du, sie verspricht ihm schriftlich, den Ball nicht wegzuziehen. Dann muss es ja stimmen. Ja. Ja, was kann da nur schief gehen? Rennt er los und sie zieht ihn weg. Und er fällt auf den Rücken. Ja. Das war nicht gut für die Wirbelsäule. Nein. Tja, es war nicht notariell beglaubigt. Schade. Pech, Charlie Brown. Ach, und jetzt schreibt Linus einen Brief an den großen Kürbis. Indem er sich viele Geschenke wünscht. Ja. Der große Kürbis, das muss man nicht wissen, der kommt jedes Jahr zum schönsten Kürbisfeld, das es gibt, und schenkt dem Kind, das dort auf ihn wartet, ganz viele Geschenke. Ich hatte bis jetzt wohl immer das falsche Kürbisfeld. Tja. Ja. Ist es auch Peanuts mit der Lehrerin, die immer so Quarkgeräusche macht? Ja. Okay. Das, die Erwachsenen machen immer so Quarkgeräusche. Und die treten auch nie auf und haben auch nie Sprechrollen oder sowas, sondern immer nur solche Geräusche. Lucy hat den Hund gequält. Ja. Jetzt quält sie das Kind. Das ist ihr Bruder, das darf sie. Ach so, dann ist es in Ordnung. Sie kriegen irgendwann später im Comicstrip noch einen weiteren kleinen Bruder, die beiden. Was? Ja, Rerun. Wiederholung. Eines der schönsten Zitate in dem ganzen. Ja. Everyone tells me you're a fake, but I believe in you. Das könnte man so Sachen wie CNN schreiben. It's President Trump, Charlie Brown. Jedes Jahr an Halloween erscheint er auf dem meistbewaffneten Kürbisfeld. Ja, er ist groß und er ist orange. Und er schießt den, der da auf ihn wartet. It's a semi-automatic Charlie Brown. Es gibt ja auch moderne Klassiker wie You have a sexual transmitted disease, Charlie Brown. Ach, ach, ach. Ja. Herr Charles M. Schulz hat den Strip ja von 1950 bis 2000 geschrieben und gezeichnet. Mhm. Und, das ist eine ganz schön lange Zeit. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Und er hat sich dann verabschiedet, weil er mit Krebs diagnostiziert wurde. Ja. Und am Tag, bevor der letzte Sonntagsstrip, also es wird immer unterschieden zwischen die täglich erscheinen und den Sonntagsstrips, am Tag, bevor der letzte erschienen ist, ist er auch gestorben. Mhm. Er fehlt ja schon irgendwie ein bisschen. So, weil Charlie Brown wird zu einer Halloween-Party eingeladen. Ja, und er tanzt dämlich. Zum ersten Mal in seinem Leben. Ja, zu irgendeiner Party. Ich verstehe Charlie Brown. Ja. Ich bin auch so ein Charlie Brown. Ich habe nur kein gelbes T-Shirt. Und Linus läuft vorbei mit einem Schild Welcome Great Pumpkin und geht ins Kürbisfeld. Das heißt, ich muss dir jetzt einfach nur ein gelbes T-Shirt besorgen für nächstes Podstock? Nein, die Frisur ähnelt schon mehr und mehr der von Charlie Brown. Das wird super. Das ist Sally, die kleine Schwester von Charlie Brown. Sally. Und
dass hier sind wir Lucy, die sich als Hexe verkleidet, Charlie Brown und das andere Mädchen ist, glaube ich, Violet, die aber nur so eine Nebenrolle spielt. Was macht denn deine große Kürbissuppe? Ich löffel fleißig vor mich hin und jetzt sind nur noch ihre Bällchen übrig. Ui, Bällchen. Also Sally und Violet verkleiden sich als Gespenster mit zerschnittenen Betttüchern. Charlie Brown auch, nur er hat mehr als nur zwei Augen reingeschnitten, weil er doof ist. Ich war am Überlegen, ob das reingeschnitten sein soll oder ob das noch Flecken sind. Nein, Flecken sind ja gelb und braun. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass ich das Stinkekind völlig verdrängt hatte. Pigpen! Ich mag Pigpen, er staubt ein bisschen, aber... Und Snoopy kommt natürlich wieder als roter Baron. Das hat mir wirklich diese Sendung gerettet. Also dieses quasi Zwischenspiel mit Snoopy als rotem Baron. Beziehungsweise als Jagdflieger. Fand ich sehr großartig. Ja, wobei ich sagen muss, also Snoopy ist echt schwer gestört. Na. Nur wegen diesen paar Kriegsflashbacks quasi. Er kämpft ja auch immer gegen die Nachbarskatze, die man nie sieht. Aha, und ich habe vorhin gelesen, diese Katze heißt Zweiter Weltkrieg. Das ist schon der Name für eine Katze. Ich frage mich, wer das Kind mit der Fellmütze ist über dem Kostüm. Das habe ich mich auch gefragt. Aber wenn diese zweite Hexe könnte Marcy sein, dann ist das vielleicht... könnte Peppermint Patty sein, dann ist das vielleicht Marcy. Peppermint Patty, ist die mit den braunen Haaren, die so klug ist? Nein, die ist die mit rotbraunen Haaren, die nicht sehr klug ist. Ah, okay. Und Marcy ist die mit der Brille, die immer ihr hinterherläuft und sie Sir nennt. Ich glaube, ich war gedanklich bei einer völlig anderen Serie. Jetzt haben die Kinder sich über Linus lustig gemacht, aber Sally, die ja in Linus verliebt ist, rennt doch zu ihm und wartet mit ihm im Kürbisfeld auf den großen Kürbis. Ich möchte festhalten, dass mich zwei Dinge sehr irritieren. Die Darstellung von Liebe in dieser Serie, die eigentlich nur darauf beruht, dass die Frau den Mann anschreit, was sich irgendwie auch durch alle Figuren durchzieht. Also, naja, die Liebe ist ja auch immer nur sehr einseitig. Ja. Linus mag sie ja nicht unbedingt. Oder Peppermint Patty ist in Charlie Brown verliebt. Marcy auch ein bisschen. Und Charlie Brown weiß das nicht, weil der das nie auftauchende kleine rothaarige Mädchen liebt. Es ist tragisch. Und das Zweite, was mir auffiel an dieser Serie... Die Hintergründe passen überhaupt nicht zu dem, was im Vordergrund passiert. Also vom Style her. Ja, aber irgendwie gefällt mir das. Es ist jetzt hier vorne sehr cartoonig und hinten ist es ein sehr surreal düsterer Sternenhimmel. Das fand ich auch sehr schön. Alle bekommen immer Süßigkeiten und Charlie Brown bekommt immer einen Stein. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Wenn Leute sowas sagen, sage ich, hab einen Stein. Das ging bei mir so den allgemeinen Sprachgebrauch über. Ich kann es verstehen. I got a rock. I got a rock. Ja, was ist denn mit aus dem Ersten Weltkriegs
Fliegerass geworden. Das ist, ich fand das so absurd, aber großartig, weil es so wirklich nicht reinpasst. Das Hund besteigt seine Hundehütte als wahrscheinlich Doppeldecker, ne? Ja, ja. Ersatz. Und fliegt damit durch die Gegend und tut Krieg. Wird beschossen. Wird beschossen und zum Absturz gebracht, sagt man das so? Ja. Okay. Aber das ist tatsächlich, und auch hier die Hintergründe wieder völlig anders gezeichnet. Ja. Also. Aber dennoch mag ich so diese stilistische Art. Also das gefällt mir schon. Weil das Ganze irgendwie so eine surreale, träumerische Note hat. Stimmt. Jetzt kommen die Bomben. Ja, und wo ich nicht weiß, soll das wirklich Emotionen darstellen, dieses fehlgefarbene? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Rot, Gefahr, aber was ist dann grau? Keine Ahnung. We are looping. Ja, genau, ich war auch durchaus irritiert, dass so viel Maschinengewehrfeuer in einem Charlie Brown Comic vorkommt. Also, gerade diese Snoopy-Kriegsgeschichten kommen über all die 50 Jahre immer wieder vor. Ernsthaft? Ja, ja, er ist auch mal so in der Fremdenlegion, aber er bildet sich das halt immer nur ein. Und teilweise ist er dann hinter feindlichen Linien in Frankreich und bestellt sich bei Marcy ein Rootbier. Aha. Und sie spielt mit. Also es ist, ich sag ja, Snoopy ist schwer gestört. Ja, das mit den hinterfeindlichen Linien, das fand ich auch sehr amüsant. Weil er, glaube ich, nachher durch die Mosel schwimmt. Also es scheinen irgendwie so die französischen Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs zu sein, in denen er sich gedanklich befindet. Es ist abgestürzt, seine Hundehütte ist zerschossen und qualmt ganz stark. Jetzt und er rettet sich in seinen Napf. Ja, jetzt kriecht er davon. Behind enemy lights. Ah, ich wollte gucken, ob es Chalons sur links. Ja, gibt es vermutlich, ja. Ja. Durch Stacheldraht und Gräben. Es ist echt merkwürdig, sich das anzugucken. Mhm. Aber mir gefällt's. Also ich mag das Ganze. Ich gucke den auch jedes Jahr zu Halloween. Es ist quasi wirklich dein Dinner for One nur zu Halloween? Ne, es gibt auch noch andere Sachen, die man so immer wieder gucken kann. Es gibt ja zu jedem Feiertag ein Charlie Brown Special. Heute ist Weltspartag, Charlie Brown. Die Kinder lachen jetzt Sally und Linus aus, die immer noch im Kürbisfeld warten. Tja. Sally wird auch langsam ungeduldig. Und jetzt ist die große Halloween-Party. Charlie Brown trägt eine Maske, die komisch aussieht. Und jetzt schnitzen sie einen Kürbis und nehmen Charlie Brown als Modell dafür. Sie malen auf seinem Schädel, wie sie den Kürbis schnitzen. Charlie Brown. Scheinbar ist Charlie Brown damit nicht einverstanden. Ja, es kommt sogar ein Rauchwölkchen aus seinem Kopf. Aber zurück zu Snoopy. Ja. Der immer noch in Frankreich. La Moselle. Schlecht ich weiter durch, ja. Ja. Da ist die Mosel. Da schwimmt er durch in dieser Vollmondnacht. Schleicht im fahlen Schein des Mondes durch Felder und Wiesen und Felsen und zerschossene Bauernhöfe. Aber ich mag, dass es diese Schattenumrisse größtenteils nur sind. Ja.
Das ist atmosphärisch sehr schön gemacht. Er klettert jetzt auf das Dach dieses Bauernhofs und schaut da zum Fenster rein. Und das ist zufällig die Party. Jetzt tauchen sie nach Äpfeln in einem Fass. Lucy wird beleidigt. Sie hat einen großen Mund. Und als sie taucht, taucht Snoopy mit auf mit einem Apfel im Mund. Poisoned Dog Lips. Da ist Schröder mit seinem Piano. Und spielt für Snoopy etwas, was it's wie eine Franz... Ja? It's a long way to Tipperary, oder? Das weiß ich nicht. Könnte sein. Könnte auch was anderes sein. Aber Snoopy freut sich, das ist das Wichtigste. Jetzt wechselt er und Snoopy tanzt. Oh, ist ein traurigeres Lied. Jetzt tanzt Snoopy nicht mehr, sondern... Wird von der Melancholie ergriffen. Er denkt wahrscheinlich an all seine verlorenen Kameraden. Aber als Schröder das mitbekommt, wechselt er das Lied und Snoopy tanzt wieder. Zumindest eine Zeit lang, denn Schröder weiß seine Macht als Stimmungsmacher durchaus auszunutzen und schmettert noch ein trauriges Lied daher. Snoopy trägt übrigens die ganze Zeit schon eine Fliegerbrille und einen Fliegerschal. Das steht ihm gut. Ein Träumchen. Ja, das hatte er früh schon immer dann an. Es gab aber in den 70er Jahren eine Zeit, da hat er eine Sonnenbrille getragen und sich Joe Cool genannt. Okay. Es gab auch eine Zeit, da saß er, schreitet er ja, von dann. Da ja, saß er mit einem mit sehr gebeugtem Kopf auf Bäumen und hat sich als Geier ausgegeben. Was stimmt mit diesem Köter nicht? Der ist so gestört, das ist... Das ist so das, was mir an den Peanuts gefällt. Es sind nicht einfach offensichtliche Witze, sondern der Humor kommt aus diesen komplett durchgeknallten Charakteren. Oh, Linus hört den großen Kürbis, der durchs Kürbisfeld wackelt. Der große Kürbis erhebt sich und Linus fällt in Ohnmacht. Natürlich ist der große Kürbis nur Snoopy und verschwindet wieder. Sally ist sauer. Ich wollte gerade sagen, sein Mädchen ist echt böse. You blockhead. Das ist auch etwas, was man sehr häufig hört. Ja. In dieser Episode. Das ist eigentlich eine Beleidigung, die man viel öfter benutzen müsste. Tu ich doch. Guten Ding Dong, guten Tag, ich würde gerne mit Ihnen über Gott reden. You blockhead! Boom. Ich weiß nicht, ist Klotzkopf nicht eigentlich die passende Übersetzung? Ich denke, blockhead? Ja. Mir würde keine bessere jedenfalls einfallen. Siehste? Oh, jetzt schütteln sie ihn aber mal böse durch. Man sieht, sie hat schon eine Schleuderfrisur. Ja. Überhaupt scheint dichtes Haar bei den männlichen Figuren dieser Serie nicht so ausgeprägt zu sein. Nee, nicht wirklich. Also Charlie Brown hat fast eine komplette Glatze. Linus hat nur so ein paar Strähnen. Das ist irgendwie... irgendwie realistisch. Oh, Great Pumpkin, where are you? So, 4 Uhr.
der Wecker klingelt, denn Lucy? Lucy. Macht sich ja doch ein bisschen Gedanken um ihren kleinen Bruder und geht ihn suchen. Sie hat ja da so eine Ahnung, wo er sein könnte. Sie hat sich auch warm angezogen mit Jacke, Schal und Mütze. Und der Linus liegt natürlich frierend nur mit seiner Schmusedecke bedeckt im Kürbisfeld. Sie nimmt ihn und bringt ihn nach Hause. Zieht ihm die Schuhe aus. Deckt ihn zu. You blockhead. Ach, ein tragisches Ende. Aber es ist ja noch nicht ganz vorbei. Wir sehen Charlie Brown und Linus an einer Mauer. Charlie Brown hat nur eine Tüte voller Steine bekommen. Und der große Kürbis ist einfach nicht erschienen. Ja. Aber Linus glaubt weiterhin an den großen Kürbis. Nächstes Jahr wird er es ihm zeigen. Nächstes Jahr. Gleiche Zeit. Gleicher Podcast. Denn nächstes Jahr um diese Zeit gucken wir das wieder. Ich werde bis dahin vergessen haben, um was es geht. Ja. Und wir werden quasi genau das Gleiche wieder sagen können. Und da uns eh niemand zuhört, ist es scheißegal. Genau. Außer Dela, aber die kann das ab. Hi Dela. Hallo. Ach ja. Ja, ein Klassiker. So, dann mache ich das mal aus. Ja. Ach. Das war doch unterhaltsam. Ich mag diese melancholische Stimmung. Ja. Also ich wollte, es gibt keine Gewinner in dieser Geschichte. Nur Verlierer haben wir im echten Leben. Ja, aber genau das macht es für mich irgendwie echt schwierig. Weil tief in meinem Inneren, da wo Menschen ein Herz haben, verbinde ich mit Zeichentrick eigentlich immer was irgendwo eine Pointe hat. Und du hast einen Gewinner und einen Verlierer. Als bestes Beispiel hier Coyote und Roadrunner. Ja. Und das hier ist quasi so das Gegenteil. Das ist irgendwie postmodern. Es hat so, ich will nicht sagen, keine Spannung, das stimmt nicht. Es gibt in dem Sinn keine Action. Naja, wir hatten Schüsse und Explosionen im Mittelteil. Und ich war sehr froh darüber. Sehr viel Atmosphäre, was halt bei so... Bei dem, was ich sonst mit Zeichentrick verbinden würde, einfach nicht so, ne? Ja. Das macht es für mich manchmal ein bisschen echt schwierig, am Ball zu bleiben. Und ich war auch echt enttäuscht, dass am Ende nicht der große Kürbis erschienen ist. Linus auch. Ja. Aber im nächsten Jahr vielleicht. Im nächsten Jahr. Aber ich glaube gerade dieses Fehlen von Siegern, dieses Fehlen von Moral und auch diese komische Atmosphäre, das macht diese Geschichten zeitlos. Denn wenn man sich viele so Zeichentricksachen aus den 70ern oder 80ern, mit denen wir aufgewachsen sind, heute anguckt, die sind schon anstrengend. Familie Feuerstein zum Beispiel. Gut, die sind teilweise sogar noch ganz lustig. Aus den 60ern sind die ja auch noch sogar. Ja, stimmt. Aber sagen wir mal so Sachen wie He-Man oder diesen Kram. Ja, okay. Das kann man heute nicht mehr so wirklich gucken. Was ist eigentlich aus Captain Planet geworden? Der ist, glaube ich, an irgendwelchen Schwermetallvergiftungen gestorben. Gott sei Dank. Ja. Wobei ich sagen muss, es gab ja auch die Thundercats in den 80ern. Aha. Und da gab es irgendwann vor ein paar Jahren mal eine neue Serie, die hat nur eine Staffel, aber die ist richtig gut. Also, die habe ich jetzt geguckt vor kurzem. Ich war sehr positiv überrascht.
Du googelst jetzt, was Thundercats sind. Ey, ich muss nur kurz gucken, ob das das ist, was ich glaube, dass es ist. Ja, ich google, was es ist. Tatsache, das fehlt völlig in meinem Repertoire. Ich meine, es gibt so ein paar alte, die ich heute immer noch sehr, sehr gerne gucke. Und mit alte meine ich jetzt wirklich 60er, 70er. Aha. Also die Familie Feuerstein zählt auch dazu. Mhm. Aber natürlich Mila Superstar. Oha, ja, ja. Immer noch ein Klassiker, den ich nur kopfschüttelnd gucken kann. Weil das fällt einem als Kind gar nicht auf. Aber das ist echt grausam. Also wirklich, wie die miteinander umgehen. Okay. Und vor allem die Trainer, wie die mit den Mädchen umgehen. Ich hatte irgendwo mal im Internet was gelesen, da stand da Mila Superstar, Blut, Schweiß und Tränen. Aha. Ja. Sehr passend. So, haben wir denn noch irgendwas zu erzählen? Oh, Flo, du fragst Sachen. Kommt drauf an, was du wissen willst. Ich will gar nichts wissen. Umso weniger man weiß, umso weniger kriege ich Bullen aus einem raus. Ich meine, Einverstanden. Dann beenden wir das Ganze an dieser Stelle.